my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day. Warum kommt der noch weg? Ah nein, ach, das ist so ein Riesenbaum. Naja, egal. Leute, hi, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Was geht? Geht's euch gut? Geht's euch fit, Alter? Alles super, alles gut. Leute, ich befinde mich, muss ich ehrlicherweise zugeben, immer noch in der Aufnahme-Session, an dem Aufnahmetag von der letzten Aufnahme, weil ich heute ein bisschen mehr aufnehmen will. Weil ich gerade, um ehrlich zu sein, auch übelst Bock habe, das Projekt weiter zu suchten. Wir haben ja das letzte Mal die automatischen Öfen gebaut, ein bisschen was geschmolzen, hier unsere Enderkiste nochmal sortiert. Ordentlich was auch an Stuff bekommen durch das Ausheben des unteren Raums, was wir jetzt hier natürlich nicht sehen. Und ich habe gesehen, das funktioniert wirklich. Hier, guck mal, wir haben jetzt hier 28 drin, das wird alles gebraten. Und hier ist der normale Stein und ich kann jetzt zum Beispiel einfach hingehen und sagen, yo, ich will die 28 Stein. Und dann bekomme ich alle XP, die in diesem Ofen gespeichert worden sind. Was übelst cool ist, weil wenn wir irgendwie mal große Sachen schmelzen oder so, kann ich das auch machen. Und es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, auch so eine Kaktusfarben dafür, dass man im Prinzip nur XP durch dieses Kaktusgrün bekommt. Und übrigens, dieses Kaktusgrün kann man später auch mit Villager-Jumper traden zu Emeralds, was natürlich dann noch ein größerer Vorteil ist. Durch die Emeralds bekommst du wieder, durch die Villager bekommst du wieder XP und durch die Villager kannst du dann noch XP-Fläschchen kaufen oder durch die Emeralds, die du dadurch ertradest. Es ist alles in sich ein geschlossenes System mit den Villagern. Und die sind halt einfach heftig. Anders kann man es nicht sagen. Nur naja, Leute, heute soll es nicht um die Villager gehen. Ich will nämlich heute hier ein bisschen weiterbauen. Ich will einmal hier unser Abteil vielleicht fertigstellen sogar, dass wir dort erstmal Schluss haben, dass hier die Zäune stehen und wir wirklich sagen können, okay, wir fokussieren uns komplett auf die Ecke dort, denn die Ecke wird ja episch, habe ich euch schon erzählt. Hier, das wird dann so kommen, dass wir die Weizenfarm erstmal abreißen müssen, leider. Habe ich aber von Anfang an gewusst, dass sie definitiv wieder wegkommt und dann werden wir uns darum kümmern, dass wir dort das große Tor bauen, beziehungsweise hier erstmal eine Umgebung und ab dann geht's los, Leute, weil dann werde ich jede Folge oder ich versuche jede Folge, vielleicht auch zwei, drei Folgen hintereinander Farmen zu bauen, automatische Farmen, bla bla bla, dann konzentrieren wir uns wirklich zu 100% erstmal nur darauf, Stuff zu generieren. Ganz viel Stuff fürs Nichts zu tun zu bekommen. Und ja, ab danach, danach wird's richtig fett, weil wenn wir das haben und dann auch nebenbei vielleicht ein paar Villager hergebracht haben und so, die uns beim Traden helfen, geht's an das richtige Ausbauen der City und Leute, ab da, puh, dann geht's richtig los. So, aber mehr brauche ich jetzt hier erstmal nicht spoilern. Das Ding ist, ich habe lange, lange nicht mehr das Design gebaut, was wir hier sonst bauen. Also wirklich sehr, sehr lange nicht mehr habe ich unsere Designs hier irgendwie verwirklicht und mir fällt auf, dass uns jetzt schon Holz fehlt, was wir bräuchten für die Designs. Aber, oh, wir haben hier sogar nochmal 20 Obsidian, die kann ich gleich mit hochnehmen. Glücklicherweise haben wir hier wirklich viel, sehr, sehr viel an Stuff, was wir verwenden können noch in den Kisten. So, und natürlich nehme ich direkt hier mal den ganzen Stuff mit, dass wir den zum Bauen benutzen können. Wäre ja auch ein Unding, wenn wir es nicht zum Bauen benutzen, also ich bitte euch, Leute. Und dann müssen wir wirklich heute mal gucken, wie wir das machen, dass ich die Designs gut gebaut bekomme. Vielleicht erinnere ich mich beim Bau auch wieder dran, wie alles funktioniert und so. Ich glaube, ich habe seit 40, 30 Folgen nicht mehr diese Designs gebaut. Wirklich, seit 40, 30 Folgen haben wir nicht mehr die Designs gebaut. Das ist richtig belastend. Danke. Anlassen, bitte. Danke, kein Problem. Also was ich definitiv weiß, dass das erstmal der erste Schritt ist. Und der zweite Schritt geht schon mit Holz weiter, was ich jetzt nicht im Inventar habe. Da müssen wir uns mal hier jede Menge an Holz schnappen. Und wir haben halt auch wirklich nicht mehr so viel Holz, auch Leute. Das wird alles sehr belastend. Und jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen was bauen, dass wir dort die Zäune raufballern können, Alter. So, Leute, dann habe ich jetzt hier schon mal die weiterführende Umrandung gebaut, die wir brauchen. Und soweit ich mich erinnere, muss jetzt hier immer einen Block hin, genau so, wo dann später ein Knopf auch rankommt. Den Knopf können wir eigentlich gleich mitsetzen, weil ich habe ja die Knöpfe dabei und dann müssen wir müssen jetzt auch wirklich mal hier unsere provisorische Baumkacke abbauen. Beziehungsweise ich habe gesehen, es gibt so ein Ding, da kann man die Bäume setzen, hochbauen und direkt smart abbauen. Das wäre natürlich auch geil. Aber da müssen wir halt mal gucken, wie wir die Redstone-Schaltung bauen und vor allem, wo wir sie bauen und hin und her das ganze Holz hier. Also das stört mich wirklich, dass hier die ganze Kacke in der Luft fliegt. Das Ding ist, Leute, ich weiß gerade gar nicht, ich muss es ehrlich sagen, ich weiß gar nicht. Ich habe letztens Folge 93 geschnitten und wenn ich Pech habe, sind wir hier vielleicht schon bei Folge 100, vielleicht bei Folge 99 oder wenn ich Glück habe, sogar erst bei 96, 97. Das Ding ist, ich will bei Folge 100 eigentlich, wenn das jetzt Folge 100 oder vielleicht schon 101 oder so ist, wäre das natürlich belastend. Aber ich will bei Folge 1... Geil, ich bin erstmal, Alter, ich bin richtig lost gerade. Ich will bei Folge 100 eigentlich ganz gerne so eine kleine Rundtour machen, was wir schon alles gebaut haben, weil das ist ja nicht nur das Stück hier, was wir haben oder dieser
Abteil, sondern wir haben ja auch da hinten was gebaut. Wir haben ja das und das gemacht. Wir haben ja immer mal wieder irgendwo überall was gebaut. Und in Folge 100 will ich das alles ein bisschen zeigen und ich will meine Statistiken zeigen. Um euch zu zeigen, jo, wie viel Zeit habe ich in 100 Folgen auf der Welt letztendlich verbracht? Was haben wir in der Welt alles geschafft in 100 Folgen? Was man natürlich bedenken muss, die ersten 30, 40 Folgen waren eher so, naja, ein Hin und Her. Wie mache ich was? Ich musste ja erstmal reinkommen. Ich war ja nicht immer dieser Let's Play Minecraft, sondern eher halt Bed Wars und so. Und dieses Singleplayer war dann eine große Umstellung auch für mich, für euch sowie für mich. Aber es ist ja ganz gut gelaufen. Muss ich sagen, Alter, ich kann es immer nur wieder betonen und sagen, ich enjoy diese Folgen hier einfach absolut. Das Play, ich komme aus meiner Sucht hier irgendwie gefühlt nicht weg. Ich will immer wieder weitermachen und immer wieder von vorne und immer wieder. Das macht einfach Spaß, das hier aufzunehmen, mit euch zu talken einfach. Es ist wunderschön, Leute. Es ist wunderschön einfach. Anders kann man es nicht beschreiben. So, das Ding ist, jetzt muss hier ein Block hin und dann immer hier lang, soweit ich weiß. Immer so, dass wir hinter dem Holz sind, muss die Wand verlaufen. Okay, Leute, ich habe jetzt erstmal die grobe Grundplanung hier fertig gemacht. Ich werde die ganz kurz erstmal ausfüllen und den Rest mache ich dann später weiter. Weil das Ding ist, da hinten ist jetzt halt noch nichts, aber das Ding ist nämlich, Leute, dass man halt wirklich aufpassen muss, wie man das hier baut, dass sich hier keine Fehler einschleusen. Weil hier kannst du so schnell einen Block falsch setzen und dann musst du alles wieder abreißen und auch, Leute, das ist so ein Hin und Her. Weil es mir gerade die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, mit diesem XP-Ofen und ich keine Lust habe, dass ich es am Ende letztendlich vergesse und es dann doch nie mache und nie dazu komme oder es halt einfach vergesse, dass es geht. Ich muss mal kurz an die Öfen überall einen Hebel ransetzen, den ich aktiviere, damit ich die XP immer mehr rausziehen kann, weil ich echt wirklich einfach, nee, das wäre eine Katastrophe, wenn ich mir die XP einfach nie gebe, die hierbei entstehen. Alter, no joke, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass man im Prinzip die XP speichern kann an einem Ofen und die dann rausziehen kann? Das ist die geilste Idee, die hätte Minecraft machen können, wirklich jetzt. Das ist einfach so todesnice, vor allem für automatische Öfen ist das einfach das Beste. Guck mal, wenn ich jetzt hier 10.000 Sachen schmelze, Alter, ich bin am Ende einfach der XP-habende, kranke Typ hier in dieser Minecraft-Welt. Mann, das wird heftig. Alles, was da jetzt reinfließt, wird da gespeichert, das ist auch sehr gut so. Und dann kriegen wir nämlich mehr XP und XP sind das A und O in Minecraft, Leute. Also wirklich, ich würde fast sagen, ich würde es einfach mal behaupten, dass XP sogar für mich zumindest über dem Stuff gehen. Weil mit XP kannst du halt 10.000 Mal mehr machen. Okay, nee, eigentlich nicht. Mit XP kannst du eigentlich nicht 10.000 Mal mehr machen. Aber XP sind halt das, was deine Sachen, was deine Bauutensilien, die ja das Bauen 10.000 Mal einfacher machen, reparieren alles. Du machst eigentlich alles mit den XP. Und wenn nicht, Leute, wenn wir irgendwann XP nicht mehr brauchen, dann gehen wir halt dahin, dass ich sage, yo, ich will Level 1000 werden oder so, Alter. Stellt euch mal vor. Stellt euch wirklich mal vor, ihr öffnet ein Minecraft-Video und guckt das so. Und plötzlich seht ihr, dass dieser Typ einfach Level 1000 ist. Und er sagt einfach gar nichts, sondern er akzeptiert, er lässt es einfach so stehen, als wäre es nichts, dass er halt Level 1000 ist. So, geht es überhaupt? Gibt es irgendeine Mindestgrenze von XP, die man haben kann in Minecraft? Nee, eigentlich nicht, oder? Stellt euch wirklich mal vor, wir werden Level 1000 in diesem Projekt. Alter, das wäre ja mal so heftig. Ich habe noch, glaube ich, noch nie einen Typen gesehen, der Level 1000 war. Der 1000 XP hat. Ich glaube, das Maximalste, was man haben kann, sind 9999 Level, ne? Ich glaube, irgendwie so war das. Dann wird das einfach unser Ziel, Leute. 9999 Level. Das ist jetzt mein offizielles Ziel. Erst wenn ich das habe, höre ich mit dem Projekt auf. Nein, aber das Ding ist, XP kannst du ja so einfach theoretisch bekommen. Also wirklich, XP sind ja nicht mehr sowas, was früher, dass man sonst was machen muss, um das zu bekommen. Und warum habe ich gerade Schaden bekommen? Sondern XP sind ja wirklich jetzt auch mit den automatischen Öfen. Du kannst ja so viele Farmen für XP bauen, das ist unfassbar krank. So, Leute, dann haben wir den Abteil hier. Von innen sieht das voll komisch aus irgendwie. Dann haben wir den Abteil hier auch gemacht. Hopp, kann das zu. Und es sieht sehr trist aus, muss ich sagen. Es sieht wirklich alles noch ein bisschen komisch aus. Aber ich denke, das wird sobald wir... Also das ist ja erstmal provisorisch. Für alle, die sich ja denken, ja, das sieht voll kacke aus. Das ist erstmal provisorisch, weil ich will ja hier einen riesigen Hafen hinbauen. Und dann wird das hier alles komplett anders umstrukturiert und anders aussehen vor allem. Aber ich will halt wirklich erstmal eine Abgrenzung haben hier, dass ich mit dem nächsten Projekt weitermachen kann, ohne wissen zu müssen, dass hier immer noch eine Baustelle offen ist, die nicht fertig ist. So, wenn wir den Abteil jetzt haben, guck mal, damit sind wir fertig mit dem Anfang der Mauer. Die Frage ist halt jetzt, was machen wir jetzt zuerst? Setzen wir zuerst die Falltüren oder
Ja, okay. Ich muss kurz jetzt einmal nach oben gehen, weil dort oben sind die einzigen Fichtenholzbäume, die ich habe. Ich kann auch ganz kurz einmal. Ich habe ja glücklicherweise noch genug Setzlinge, dass wir einfach mal kurz hier Setzlinge holen. Hier 10 Stück haben wir nämlich. Die können wir einmal holen, einmal setzen und dann einfach halt abwarten, bis die wachsen, dass wir nämlich genug Fichtenholz haben. Weil Fichtenholz unterschätze ich immer, das farme ich auch nie oder so. Sondern da akzeptiere ich einfach, dass ich halt nichts davon besitze in irgendeiner Weise. So, dann setzen wir hier nämlich einfach 4 Stück rauf. Dann können wir, ich glaube, hier kann auch noch ein Baum wachsen, hier in der Mitte. Dann kommen hier nochmal 4 Stück drauf und wo können denn noch 4 Bäume wachsen? Circa hier, oder? Hier können, glaube ich, auch nochmal 4 wachsen, wenn wir hier noch... Ah, nee, wir haben ja nur noch 2. Okay, dann hat sich das mit den 4 gerade erledigt, Leute. Und die lege ich mal hier rein, weil ich habe davon ja nur noch 2 und falls die dort keine droppen oder ich sie einfach nicht aufsammle, wäre das natürlich ziemlich unangenehm. So, dann hopp und einmal bitte nach da oben. Ey, das ist so geil mit der Elytra. Ich bin einfach OP. Wirklich jetzt. Ah, ja, wir haben es sogar noch hier rauf geschafft. Und guck mal, ich habe hier sogar einmal angefangen, den Baum abzubauen. Aber hab's irgendwie nie weitergemacht. Keine Ahnung warum. Leute, falls sich jemand von euch erinnert, was in der Folge passiert ist, schreibt das gerne mal. Oh mein Gott, schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls ihr es wisst. Aber ich bin der Meinung, das war genau da, wo ich die Villager, wo ich einfach nur Betten brauchte oder irgendwas für die Villager. Und ich mir ganz kurz hier was geholt habe und dann unbedingt die Villager weitermachen wollte. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube aber, das war das. So, ich fahre mir jetzt genau noch den Teil hier gleich mit ab. Damit wir wirklich genügend an Holz haben. Und dann gehe ich wieder runter und dann können wir kurz das noch weiterbauen. Damit ich wirklich mit dem Teil des, ja, mit dem Teil des Hafens halt abschließen kann, in Anführungszeichen. Weil ich will mich wirklich zu 100% jetzt erstmal darauf fokussieren, dass wir bis dorthin kommen, wo ich diese, naja, automatische Farming Area bauen will. Dass wir nämlich mit den automatischen Farmen dann neue Items produzieren und ich will auch unter diese Area im Prinzip mein Lager bauen. Und das Lager will ich auch voll automatisieren. Dafür habe ich übrigens auch eine Idee. Oder mir schon was überlegt. Denn mir kam eines Abends, habe ich ja schon erzählt, dass ich so ein Kritzelbuch habe, wo ich immer meine Ideen reinzeichne, die ich für das Projekt habe oder für Minecraft an sich, was ich halt bauen will. Und mir kam die Idee, dass man alle Items, also im Prinzip, wenn die Items für ungebratene Dinge voll sind, die Kisten, dass man diese Items nochmal durch ein System laufen lässt. Beziehungsweise die kommen ja dann in die Überschusskisten. Von da aus lässt man sie rausfiltern aus den Überschusskisten und dann laufen die Items, die halt noch gebrannt werden können, in einen automatischen Ofen. Der automatische Ofen transportiert oder, ach nee, das ist, sorry, das war falsch erklärt oder vergesst alles, was ich gesagt habe. So, die laufen in die Überschusskisten, von den Überschusskisten aus nochmal in ein externes Lager, wo wirklich alle Items, die noch nicht gebraten worden sind, nochmal aufgelistet sind. Dort wird dann durchgecheckt, yo, sind die gebraten oder können die noch gebraten werden oder nicht. Falls es Items sind, die halt nicht mehr gebraten werden können, gehen die wieder ganz normal ins Lager oder in die Überschusskisten hoch. Und falls nicht, läuft das alles in einen automatischen Ofen, der das alles nochmal durchbrät. Die XP können wir uns dann nochmal speichern sogar und dort die XP rausholen, die der automatische Ofen dort für uns bereithält. Und dann laufen diese Items wieder nach oben, durch das komplette System des, oder durch das komplette automatische System des Lagers und kommen im Prinzip, naja, dann in die Kisten, wo hoffentlich noch Platz ist für gebratene Dinge. Und wenn für gebratene Dinge kein Platz mehr ist, kommen die halt in die Überschusskisten. Damit ich Bescheid weiß, yo, da ist jetzt überall gebraten, ob ungebraten oder gebraten, da ist überall kein Platz mehr. Ey, ihr müsst ehrlich sein, Jungs, es ist schon heftig smart, die Idee, oder? Also die Idee an sich ist schon echt heftig, heftig smart und guck mal, von da oben fallen jetzt die ganzen Setzlinge runter. Ah, es regnet. Ja, wir haben jetzt schon wieder 13 Setzlinge, yo, und da, der Baum ist übrigens auch gewachsen. Der da noch nicht, aber das kommt bestimmt alles noch. So, jetzt sägen wir erstmal das ganze Holz weg, craften es einmal um, dann brauche ich einmal Falltüren ganz viele und die müssen tatsächlich schon reichen, denke ich. So, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder und ja, bis dann und ciao, meine Freunde.